Hallo Herr Löwen, nochmal herzliches Willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sie sind ja ein vielbeschäftigter Mann, mit mir die Fragen von unseren Stuzubis, also unseren dualen Studenten und Auszubildenden, zu beantworten. Wir haben diese gefragt, es haben ganz viele Fragen uns erreicht, an Sie eben. Und diese würde ich jetzt gerne heute mit Ihnen durchgehen und Sie da um Antwort bitten. Ja, dafür sind wir hier, mache ich sehr gerne. Dann fangen wir an mit dem Foto von dem Elias. Jawohl. Der Elias hat folgende Frage. Herr Löwen, erinnern Sie sich bitte an Ihren allerersten Tag als Vorstandsmitglied zurück. Er liegt jetzt also schon eine Weile zurück, aber versuchen Sie es mal. Was waren die wichtigsten To-Dos an Ihrem ersten Tag? Ja, also die wichtigsten To-Dos an meinem ersten Tag oder das wichtigste To-Do, das kann ich ganz klar benennen. Ich war ja damals Finanz- und Risikovorstand und der Fokus lag ganz klar darauf, das Risikoressort neu aufzustellen. Das fing damit an, dass ich einen neuen Leiter für das Risikocontrolling einstellen musste. Dieser Besetzungsprozess war schon ziemlich weit fortgeschritten. Es gab noch drei verbleibende Kandidaten und ich habe dann alle drei interviewt. Und habe mich dann sehr, sehr darum bemüht, also es ist mehr als ein Tag, denjenigen, den ich für den absolut geeignetsten gehalten habe, auch wirklich zur KfW zu holen, weil er hatte noch ein anderes Angebot. Das ist mir am Ende gelungen und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung und eine sehr, sehr gute Besetzung. Das ist nämlich der Stefan Peis, der ja heute mein Nachfolger als Risikovorstand ist. Und das war damals wirklich, ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn ich den kriege, dann ist das erste große Thema abgehakt und es hat zum Glück geklappt. Sehr gut. Das hört sich nach einer Erfolgsgeschichte an. So, dann nehmen wir wieder eine Dame und zwar die Katharina. Jawohl. Die Katharina hat folgende Frage. Was war Ihr persönliches und geschäftliches Highlight aus dem letzten Jahr? Also das persönliche Highlight aus dem letzten Jahr ist meines Erachtens auch das geschäftliche Highlight aus dem letzten Jahr und zwar die Umsetzung des KfW-Sonderprogramms. Wir haben ja schon mal ein Sonderprogramm umsetzen müssen. Das war damals genau zu der Zeit, als ich kam, das Sonderprogramm der Finanzkrise, das auch Pate gestanden hat für das jetzige Sonderprogramm. Nicht genau, aber das Grundgerüst entspricht dem damaligen Sonderprogramm. Jetzt war es von den Dimensionen natürlich noch viel größer und komplexer. Aber das alles hinzukriegen, abzustimmen, in den Vertrieb zu geben, intern in den Systemen und Prozessen zu organisieren, die ganzen Abrechnungskreisläufe mit dem Bund aufzustellen. In dieser Geschwindigkeit, das ist, glaube ich, einmalig. Von der Dimension her ist das jetzige Sonderprogramm ungefähr 4- bis 5-mal das damalige Sonderprogramm. Also das war das Highlight, dass wir das hingebekommen haben. Das macht mich fachlich stolz, das macht mich auch persönlich stolz als Mitglied des Vorstands und auch als derjenige, der in dieser Zeit auch für die Treasury, das Rechnungswesen und das Bestandskreditmanagement und auch die Personalabteilung oder den Bereich HR, wie wir bei uns sagen, verantwortlich war. Das alles so in dieser Zeit umgesetzt zu haben, macht einen als Vorstand der KfW und auch persönlich sehr stolz. Das heißt, Sie haben das auch quasi immer jeden Tag mit aufs Neue nach Hause genommen, ne? Weil wir so ein bisschen nach dem persönlichen Highlight auch gefragt haben. Hat Ihre Familie Sie dann überhaupt noch zu Gesicht bekommen, das letzte Jahr hinüber? Ja, das hat sie. Ich bin in der Regel sehr organisiert und diszipliniert. Meine Familie hat mich noch zu Gesicht bekommen. Man darf sich ja auch nicht das so vorstellen, dass der Vorstand jetzt alles entscheidet. Wir haben wirklich sehr, sehr agil gearbeitet. Die Themen, die der Vorstand entscheiden musste, wurden jeden Morgen im sogenannten Morning Meeting in kürzester Zeit maximal eine Stunde von uns allen entschieden und dann ging es weiter. Das hat uns auch befähigt, diese Zeitschiene am Ende einzuhalten. Aber ich muss sagen, ich habe tolle Mitarbeiter und tolle Führungskräfte. Ich habe auch einen Feierabend und ein Wochenende noch gehabt. Also wir haben die Sachen ganz gut im Griff gehabt und das hat mir auch meine Familie gedankt. Prima, herzlichen Dank. Dann nehme ich mal den Finn. Finn Lukas hat folgende Frage. Zielt so ein bisschen auf die letzte Frage ab. Wie bringen Sie Beruf und Privatleben unter einen Hut? Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Das werde ich oft gefragt, gerade von Auszubildenden, von dualen Studierenden und Trainees. Und die Antwort ist immer dieselbe. Das hat sich auch in meinem gesamten Berufsleben nicht geändert, durch Disziplin. Es gibt eine Zeit für Arbeit, es gibt eine Zeit für Familie, es gibt eine Zeit für Freunde und es gibt eine Zeit für Sport.
Und man muss den jeweiligen Themen dann auch die entsprechenden Prioritäten und die entsprechenden Zeiträume einräumen. Ich habe, als ich anfing zu arbeiten nach dem Studium, in der Regel um 8:30 angefangen und um 7 Uhr abends aufgehört, und das mache ich noch heute. Und das kriegt man hin, wenn man will. Und Thema Sport, sind Sie sportlich aktiv? Treiben Sie irgendwelche Sportarten? Ja, ich gehe sehr gerne Radfahren. Mhm. Ich gehe sehr gerne walken. Mhm. Ich habe vor 2 Jahren mit Yoga angefangen, um, sagen wir mal, als Schreibtischtäter auch einen gewissen körperlichen Ausgleich, sagen wir mal, von der Gymnastik her zu bekommen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin begeisterter Skiläufer. Und jetzt, nach ca. 50 Jahren, Corona-bedingt, ist zum ersten Mal der Skiurlaub ausgefallen. Aber ich hoffe auf das Jahr 22. Bei mir tatsächlich auch letztes Jahr. Nicht nach 50 Jahren, sondern irgendwie erst nach 25. Na, Entschuldigung, aber nach 40 Jahren. 40. Ich muss mich jetzt korrigieren. Um Gottes Willen, sonst wäre ich ja vor der Rente. Ja, ich freue mich auch wieder auf die nächste Saison und hoffe, dass sie dann so stattfindet, wie wir das aus unserem normalen Umfeld gewohnt sind. Wir drücken beide fest die Daumen. Und natürlich guter und vernünftiger Schnee. Ja, und vielleicht auch das ein oder andere Mal zum Après-Ski. Natürlich. So, dann gerne die letzte Frage. Ich greife Ihnen das allerdings voraus, weil das ist meine Frage. Ich nehme also jetzt mein Bild. Sehr gerne. Wir versuchen hier ja so ein bisschen die jüngere Zielgruppe anzusprechen, also auch potenziell Auszubildende und duale Studenten. Daher die Frage an Sie. Welche 3 Tipps möchten Sie jungen Leuten geben, die am Anfang ihrer Karriere stehen? Also der erste Tipp ist definitiv, nur etwas zu machen. Das gilt für den Beruf, gilt aber auch für den Arbeitgeber, was einem Spaß macht. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als Karriere zu machen, gut situiert zu sein, aufzusteigen, gut zu verdienen. Und das Ganze macht einem keinen Spaß. Dadurch wird man kreuzunglücklich. Und davon gibt es genug Kolleginnen und Kollegen, denen das passiert ist. Also nur etwas machen, was einem Spaß macht. Das Zweite, nicht zu verbissen werden. Ja? Also am Ende muss ich immer überlegen, macht mir das, was ich jetzt gerade mache, Spaß? Kann ich mich verwirklichen? Sind das gute Aufgaben? Gehe ich gerne morgens zur Arbeit, mache ich diese Tätigkeit gerne, bringe ich Dinge voran, mag ich die Kollegen, mag ich die Company und werde ich dafür ordentlich bezahlt und auch wertgeschätzt. Und wenn das stimmt, dann soll man das machen, solange man Spaß macht. Und wenn man irgendwann den Druck zur Veränderung spürt, dann soll man diese Veränderung wahrnehmen, aber nicht zu verbissen immer auf Karriere schielen, das bringt nichts. Und das Letzte, das haben wir gerade schon angesprochen, vor lauter Karrieredenken nicht den Blick für die anderen wesentlichen Dinge des Lebens verlieren. Das ist mir zum Glück, muss ich sagen, auch gelungen. Auch meine Arbeitgeber haben das immer zugelassen. Es gibt neben der Karriere auch einen Freundeskreis, es gibt Familie, es gibt Hobbys, es gibt so viele spannende Dinge auf der Welt, nicht so eindimensional werden. Zum Glück ist es so, dass die jüngere Generation da deutlich besser unterwegs ist als unsere. Insofern glaube ich, bringt die junge Generation, was das angeht, schon viel mit. Prima, dann vielen herzlichen Dank nochmal für die Zeit, die Sie sich genommen haben, unsere Fragen zu beantworten. Und dann würde ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hoffe, es hat gefallen. Hoffe, die Ausstrahlung gefällt. Und wir können das gerne mal wiederholen. Vielen Dank, Herr Löwen. Ich danke Ihnen, Frau Sellen.